So, guten Morgen. Ich bin wieder da. Jetzt will ich wissen, wer ist von euch schon da oder bin ich zu früh? Mal gucken. Vielleicht, dass er euch wieder ein bisschen meldet, ganz kurz, wer anwesend ist, dass ich ein bisschen sehen kann, mit wem ich heute zu tun habe. Ich habe ja vorhin schon ein paar kleine Ankündigungen gemacht. Ich hoffe, ihr habt eure Kaffeetöpfe, habt ihr parat stehen. Jetzt muss ich gestehen, ich bin heute auch ein bisschen angeschlagen. Das letzte Mal waren ja einige von euch in den Betten. Und ich muss dazu sagen, ja, also irgendwie werde ich mich heute schon durchwursteln durch eure Fragen. Und ich hoffe, dass wir da gut zurechtkommen. Ich sehe, hier sind auch klar ein paar aggressive Köpfchen, die gerade fliegen. Ich weiß auch, wer das ist. Aber das macht mir nichts aus. Ich rede weiter und mache meine Videos wie bisher. So, also passt auf, Leute. Was wollen wir denn jetzt Schönes machen? Ich habe jetzt wieder einen Haufen Fragen gekriegt. Ihr wisst ja, was ihr zu tun habt. Leute, ne, einfach ein bisschen kommentieren. Schaut einfach mal, dass ihr, ja, guckt immer, dass ihr, wenn ihr irgendein Thema findet, wo ihr sagt, da kann ich was beitragen oder das sind Erfahrungen von mir. Also, dass es so wie das letzte Mal den anderen auch ein bisschen hilft. Ich lasse dann das Video auch stehen, also das gibt es dann als Aufzeichnung und dann werdet ihr sehen, dass man da auch sich noch gut austauschen oder ergänzen kann. Na, das ist ja schön, da kommen ja lauter Däumchen und Herzchen. Das habt ihr ja mitgekriegt. Ich habe ja momentan so ein bisschen Gegenwind. Das sind einige, die mich nicht mit meiner Arbeit überhaupt nicht unterstützen oder sabotieren, aber ich meine, das ist das tägliche Leben. Okay, also jetzt legen wir mal los. Ach ja, und wenn ihr Fragen habt, ihr wisst Bescheid, macht ein Kreuzchen davor, dass ich das danach wieder alles durchlesen kann und ich tue mir einfach leichter, wenn ein X davor ist. Und dann weiß ich genau, worauf ich Wert legen soll. Ne? So, also, passt auf. Erste Frage von der Civile, oder ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Vom André, vom Miki oder von einer Miki, von der Simone S. Sie fragen, bleibt Narzissmus? Gibt es Möglichkeiten der Therapie? Also gibt es eine Hoffnung, dass dieser Mensch, dieser Partner oder dieses Familienmitglied oder mit wem er zu tun hat, dass er vielleicht Einsicht hat oder ja, in eine Verbesserung reingerät? Also ich muss euch da grundsätzlich die Hoffnung gleich von Anfang an nehmen. Da gibt es keine große Therapiemöglichkeit. Also, wenn du heute einen Psychiater fragst und sagst, ja, würdest du einen Narzissten therapieren, dann sagt er, das hat oft keinen Zweck. Es gibt zwar ein paar einzelne Koryphäen, die da sagen, doch, man muss dranbleiben, man kann vielleicht da noch ein bisschen was verbessern, aber das Gros der Untersuchungen sagt, dass da nicht mehr viel zu machen ist, weil dieses Zeitfenster müsst ihr euch vorstellen, wo diese neuronalen Verbindungen geschaffen werden, das ist eigentlich relativ kurz. Also, die ersten paar Jahre der Kindheit und danach geht das Fenster zu. Das heißt, du kannst es also nicht wie ein Baumstumpf wieder wachsen lassen. Ja, also normalerweise bleibt dann dieser Mensch in dieser Unempathie und in dieser, ja, in seiner kleinen autonomen Welt. Ja, und da wird es auch nichts nützen, wenn du jetzt da versuchst, selber zu missionieren oder Gespräche zu führen. Ich weiß, dass ganz viele von euch da draußen unglaublich erschöpft sind, weil sie merken, mein Gott, die Energie rinnt durch die Finger, ja, und es hat keinen Sinn. Und vor allen Dingen eins muss ich euch noch sagen, Leute, die haben auch keine Einsicht oder ja, wie kann man dazu sagen, Schmerzempfinden oder Leidensdruck. Also wie wir vielleicht denken, dass die hätten oder dass sie dann irgendwie sagen, ja, ich muss dann doch was an der Situation tun. Du wirst normal kaum einen wirklich, wirklich pathologischen Narzissten dazu kriegen, in die Therapie zu gehen, weil er sagt, ja, was soll ich denn da reflektieren? Was soll ich da tun? Ja, einzige Ausnahme ist, also die Beobachtung ist, dass wenn narzisstische Menschen älter werden, also so habe ich es hier auch in der Praxis öfters mal auch erlebt, dann neigen solche Menschen zu Depressionen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sich über Attraktivität definiert hat oder über Leistungsfähigkeit oder auch über die Sexualität, dann ist klar, dann bröckelt der Putz irgendwann. Und dann kann es sein, dass solche Menschen schon mal in die Therapie gehen. Oder man hat auch festgestellt, dass da eine höhere Suizidalität
Unterschied bei diesen Menschen vorliegt. Und in Krisensituationen schlagen die dann schon mal bei einem Therapeuten auf. Aber auch hier sind die Chancen nicht sehr groß, weil sie da Spielchen machen und sich oft auch über den Therapeuten erheben oder einfach auch ihre Schwächen kaschieren. Also von daher kann ich euch da nichts Tolleres berichten. Ja, also von daher müsst ihr damit rechnen, dass es wirklich so bleibt. Gut, gehen wir mal zur nächsten Frage. Wer hat's gefragt? Die Yvonne K., die Doris, der Michael und noch zwei mit also ohne Klarnamen. Und die haben gefragt, was denn das mit Kindern macht, ja, ob das Auswirkungen hat auf Kinder, wenn die in einer narzisstischen Beziehung oder Familienkonstellation groß werden. Also auch teilweise ja auch mit psychischer Gewalt oder mit Abwertung oder mit Verachtung oder auch teilweise körperlicher Gewalt. Also ich muss euch da sagen, das hat klar Auswirkungen, massiv sogar. Und ich muss das jetzt ein bisschen runter reduzieren, weil es natürlich ein Riesenthema ist. Du hast zwei Erscheinungen, du hast sehr häufig Kinder, die dann später auch in die weil ich meine, klar, die haben ja, es nennt man Lernen am Modell, die haben ein Vorbild gehabt auch, die sehen da ja was. Und das zweite Phänomen, das ist allerdings auch sehr, sehr traurig, du hast Opfer. Ja? Also wenn Kinder zum Beispiel ins Komplementär gehen zum narzisstischen Elternteil, ist damit zu rechnen, dass die dann in die Opferrolle auch gehen. Also ich habe sehr viel hier mit Frauen, die dann auch wirklich, weil der Vater zum Beispiel Narzisst war, sehr starke narzisstische Auswirkungen auf die Familie hatte und die suchen sich genau dann denselben Partner. Also geraten dann in die Co-Abhängigkeit und ja, holen sich die gleiche Konstellation wieder dann ins Erwachsenenalter rein. Hm? Gut, dritte Frage, und die ist jetzt ein bisschen haarig, sage ich euch ganz ehrlich. Die Frage lautet, wie erkenne ich einen guten Experten, einen guten Berater, einen guten Therapeuten oder auch jemand, der gute Seminare hält, dem ich da auch vertrauen kann? Und zwar ist diese Frage hauptsächlich von der Silke gestellt worden, von der Katrin M., vom Herbert und von einer Jutta L. So, die Frage ist deswegen haarig, Leute, weil, guck mal, ich kann schlecht jetzt sagen, der ist gut und der ist schlecht und da und jenes. Ich mag draußen Kollegen nicht vergleichen und mir steht es auch nicht zu, Kollegen oder Therapeuten oder irgendwelche Menschen auch hier im Netz zu kritisieren. Jeder macht sein Ding und ich gehe einfach mal davon aus, dass jeder auch auf eine Art Experte ist. Deswegen, vielleicht genügt euch die Antwort, dass ich sage, oder ich, dass ich euch mal ein paar Tipps gebe, wie ich mir jemand als Bekleidung suchen würde. Ja? Weil es ist ja nicht so, täuscht euch nicht. Bei mir geht auch nicht alles geradeaus. Und ich habe auch schon Momente gehabt, wo ich mir jemanden suchen musste. Ne? Und das Erste, worauf ich immer gucke, klar, ich muss gucken, ist es ein Experte für mein Thema, ja? Ich müsste auch theoretisch gucken, und da möchte ich euch auch ein Ausrufezeichen aufstellen. Du musst auch immer gucken, was ist denn das, was du für eine Problematik hast? Ist es eine psychische Störung oder auch ein psychisches Gesundheits-, also ein Krankheitsbild? Weil dann musst du ab wirklich zum erfahrenen Psychotherapeuten. Ja? Da kannst du nicht irgendwie einen Eiertanz außenrum machen. Da musst du auch in psychiatrische oder medizinische Betreuung rein, weil oftmals muss man halt auch mal medikamentös zum Beispiel auch eingreifen oder und da sind wir Leutchen da draußen, ob das jetzt Coaches sind oder ich bin ja zertifizierter psychologischer Berater auch noch zusätzlich. Wir können beraten, wir können dir bei sozialen Problematiken sehr stark helfen. Also im Umgang, was passiert in der Familie oder in der Partnerschaft oder mit deinen Kindern oder ja, also sozialpsychologische Dinge, da können wir sehr, sehr gut helfen, aber alles, was in Krankheitsbilder reingeht, Leute, ab zum Psychotherapeuten. Es ist natürlich das Problem, das weiß ich auch, dass das sehr stark ist, wenn du da Termine suchst, es ist sehr schwer oft, du suchst manchmal halbes, dreiviertel Jahr, bis du einen Termin hast, ja?
Ja? Und für Leute, wo es dann akut ist, ist das eine ziemliche schlimme Vorstellung. Vielleicht da als Tipp, wenn es ganz, ganz krass wird bei irgendjemand von euch, da gibt es, jetzt lass mich nachdenken, das heißt Konflikt, irgendwie so Konfliktgruppen, so, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, ich kann es danach in die Links setzen, wo du dich in die Klinik einweisen lassen kannst für ungefähr 2 Wochen und dann betreut bist, ja. Aber alles andere hast du momentan psychotherapeutisch sehr, sehr lange Wartelisten oft. Gut, wenn es andere Dinge sind, also die wir abdecken können als Coaches, als Psychoberater, ja, ist es so, dass ich nach meinem Bauchgefühl gehen würde. Ja? Weil die meisten von uns da draußen, nehme ich einfach mal an, ihr seid Empathen, also die ich so kenne, was ich so mitkriege von euch, was ich so sehe, oder ich habe ja manchmal auch Kontakt mit euch schriftlich. Leute, ihr habt alle Navi im Bauch. Ja? Ihr habt alle einen Sensor im Bauch, wo ihr ganz genau spürt, ob Menschen echt sind, ja? Wahrhaftig sind, ob das passt, was derjenige da sagt oder schreibt, ob der das vorlebt, ob du das Gefühl hast, ja, es ist deckungsgleich. Ja? Weil gerade auf Social Media, das weiß ich, dass das oft schwer ist, da hast du Marketingmaschinerien, da denkst du, wow, was ist das für eine guruhafte Lichtgestalt und dann ist oft nichts dahinter. Also deswegen schalt dein Bauchgefühl an und guck nach, ist diese Person stimmig für mich? Ja, was du auch natürlich guckst, such nach Beweisen, ist er Experte. Ja, weil behaupten kann man viel. Guck nach, was schreibt er für Texte, vielleicht hat er Bücher geschrieben, vielleicht macht er so wie ich Videos. Mein Gott, dann habe ich doch Möglichkeiten, dann gucke ich mir den an und sage, ja, der ist stimmig für mich, ja. Dem kann ich vertrauen, weil du bringst ja da nicht irgendwelche Themen, dass du sagst, so, wir tun mal ein paar Kochrezepte austauschen, sondern du musst ja jemand vertrauen, ja. So Psychoberatungen, die sind ja oft, die gehen ja manchmal über ein paar Sitzungen, ja, und dann muss ich dem auch wirklich vertrauen, muss sagen, ja, da fühle ich mich gut aufgehoben. Wo ich auch noch drauf gucken würde, also so mache ich es zumindest, wenn ich Termine ausmache mit Leuten, wir tun immer noch mal ein paar Zeilen vorher am Telefon kostenlos machen, ja, dass du einfach auch siehst, könnte ich mit dem oder mit der arbeiten, ja? Also dass du da vielleicht auch die Wege einschreitest. Ne? Und wo ich auch noch ein bisschen drauf gucken würde, schau immer mal auch drauf, hat der Referenzen? Ja, ich meine jetzt nicht diese Gefälligkeitsreferenz. Also wenn du zum Beispiel siehst, dass jemand zwei, drei Dinge, Kommentare nur drinstehen hat über sich, dann wäre ich da ein bisschen vorsichtig. Aber wenn du jetzt siehst, aha, der hat ganz, ganz viel Belege, ja, auf der Homepage oder auch sonst wo, auf irgendwelchen Plattformen, dann guck dir die an, weil wenn es viele Leute sind, ich meine, alle Leute können ja wohl nicht falsch liegen, ja. Und wo ich auch euch ein bisschen warnen darf, weil momentan, das ist bei mir immer so ganz witzig, mir drücken Leute immer plötzlich eine ganz miese Bewertung rein, aber nicht, weil sie mit mir gearbeitet haben oder mich schlecht finden, sondern weil einfach auch da wie sagt man, Missgunst manchmal scheinbar mit reinspielt. Keine Ahnung, oder vielleicht mögen sie meine Nase nicht, oder. Aber das siehst du einfach, wenn du so Zeug durchliest. Also, wie gesagt, geh nach deinem Bauchgefühl und schau, wer zu dir passt. Ist das so in Ordnung für euch? Frage beantwortet? Ja, weil erwartet bitte halt jetzt nicht, dass ich irgendeinen Kollegen schlecht mache. Das ist nicht mein Stil. Ja? Sind Fragen bis hierhin, Leute? Also ihr denkt bitte dran mit dem X, ja? Dass ich, weil wenn ich da drüber gucke, ich habe da so viel Text und dann schnalle ich das nicht, wer jetzt da was will. Also was ich halt immer mache, ich lese das zuletzt dann durch und sammle ja die Fragen dann immer, ne? Und mache da draußen eine neue Sendung. Also von daher lese ich alles einzeln nachher nochmal durch, was ihr mir schreibt. Gut. So. Also, machen wir das nächste. Was war das dann? Lass mich mal überlegen. Also, wie erkenne ich einen guten Experten? Das haben wir jetzt erledigt. Und dann möchte ich jetzt zu dem Hauptthema auch schon kommen. Ach nee, noch was habe ich vergessen, weil ganz viele mich angeschrieben haben mit Trennung. Wie trenne ich mich von dem Partner? Wie trenne ich mich von dem Narzissten oder aus einer toxischen Konstellation, zum Beispiel in der Familie? Leute, es ist so ein Riesenthema. Das ist echt so ein auch knallewichtiges Thema, weil so eine Konstellation ist unheimlich verzahnt. Ja, die ist unheimlich, wie habe ich es mal verglichen in dem Video, wie so.
Kennt ihr diese Schubladen, die es früher gegeben hat, die so zagen waren, so verzahnt waren? Und so eine Art Beziehung ist das ja häufig, diese co-abhängige, toxische Beziehung. Und die ist nicht so einfach zu gestalten. Das heißt, es ist mit sehr viel Schmerzen verbunden, dauert oft sehr, sehr lang. Da würde ich lügen, wenn ich euch sage, das ist ein Spaziergang und naja, dann machen wir mal ein bisschen, machen wir ein wenig Psychobegleitung und dann ist das nach 5 Wochen ausgestanden. Ja? Also da habe ich mich jetzt entschlossen, ich werde wohl die nächsten paar Tage ein extra Video wieder dazu machen. Ihr kennt ja meine berühmten roten Schal-Videos, die Fachvideos, wo es dann speziell um ein Thema geht. Ich denke einfach, da macht man extra. Oder was meint ihr? Da macht ihr mal einen Daumen, da sehe ich vielleicht ein bisschen, ob das für euch okay ist, wenn wir das lieber in einem extra Video nochmal machen. Ne? Gut, und dann komme ich noch zu einem großen Thema jetzt. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, weil, also die mich so ein bisschen auf Social Media verfolgen, die haben es ja mitgekriegt, ich habe die letzten Tage wieder sehr viel mit körperlicher, psychischer Gewalt von Menschen zu tun gehabt. Leider Gottes auch aus meinem nahen Umfeld. Und es hat mich sehr betroffen gemacht, muss ich echt sagen. Ich war da live dabei, ich war auch bei der Polizei dabei, ich war ja im Krankenhaus dabei. Und wenn du dann so Frauen siehst, ja, so junge Frauen, bildhübsche Frauen und sitzen da mit Platzwunden, mit Hämatomen, mit Schädelschwellungen, mit blauen Flecken, ja, dann kommen dir fast die Tränen, das muss ich dir echt sagen. Oder ja, dann die versuchen sich ja dabei per körperlicher Gewalt oder massiver ja, Gewalteinwirkung zu schützen. Und dann sind oft die ganzen Körperhälften lädiert. Ja? Und deswegen ist mir das ein wichtiges Thema, da mal heute über körperliche und psychische Gewalt, also häusliche Gewalt zu sprechen. Und ich habe dann ja auch angefangen, weil es mich so betroffen gemacht hat, habe da auch mal ein bisschen recherchiert und da bin ich echt erschrocken, als ich die Zahlen da so ein bisschen dazu gelesen habe. Ja. Ich habe da dieses WHO, diese Weltgesundheitsorganisation, die gibt ja da immer sehr viele Schriften raus und Literatur. Wo ich die Zahlen gelesen habe, ich bin da echt erschrocken. Ja. Die gehen davon aus, auch wenn die Zahlen schon ein paar Jahre alt sind und die Tendenz aber sehr stark steigend ist, wir haben hier mindestens mit ungefähr 40% Leuten zu tun in häuslicher, familiärer Gemeinschaft, die körperliche oder psychische Gewalt erfahren, seitdem sie 16 sind. Und ich rede nicht von Weltzahlen oder sonst was, sondern ich rede von deutschen Zahlen. Und das Witzige ist dabei, also auch EU-weit sind wir in Deutschland ziemlich weit vorn. Das ist sehr erstaunlich. Ja, also von diesen 40, ich sagte ja, Tendenz steigend Prozent, müssen wir davon rechnen, dass 25% wirklich in engsten Bindungsverhältnissen geschehen. Also das betrifft jetzt uns wieder hier mit diesen narzisstischen oder toxischen oder dominanten Beziehungen. Also das heißt, ganz viele in Ehen, in Partnerschaften, in Beziehungen haben diese Gewalterfahrung. Es sind auch nicht nur Frauen. Also komischerweise, es gibt auch einige Männer, die in Gewaltbeziehungen leben. Und das Schlimme ist, und deswegen rede ich heute auch über das Thema, ist, dass diese Menschen, wenn sie denn dann Anzeige erstatten sollten, ja, also ich habe es jetzt auch erlebt, sitzt in der Polizei und dann sagen diese Menschen nur noch ein Bruchteil dessen, was passiert ist. Ja, weil sie den Partner schützen. Ja, wo dann die Polizisten dann vor denen hocken und sagen, ja, damit können wir doch nicht viel anfangen. Da lacht der Staatsanwalt drüber, weil man mit dem können wir ja gar nichts, mit den Aussagen können wir ja gar nichts anfangen. Ja? Und Leute, ich weiß nicht, wer von euch betroffen ist oder wo in der nahen Familie solche Zeichen laufen, Signale laufen oder auch im Bekanntenkreis. Macht eure Augen auf. Ja, weil das Problem ist, dass viele Leute, jetzt lass mich mal gucken von der Zahl, es sind über die Hälfte der Leute, ja, die Gewalttaten erfahren, psychisch oder körperlich, die nicht drüber reden. Also auch bei massiven Sachen, die versuchen es zu kaschieren, weil
weil sie Angst haben, weil sie sich schämen, die schämen sich in Abgrundtiefe, weil sie sagen, ich bin schwach, ich kann mir nicht selber helfen. Und weil sie natürlich auch volle Panik haben vor dem, was passiert, wenn sie das durchziehen wollen, ja, dass sie sich zum Beispiel trennen oder eine Anzeige schalten wollen oder sowas, ja. Und das ist ganz, ganz schlimm. Also das heißt, wenn du Zeichen siehst, einfach mal das heute als Impuls für euch. Macht die Augen auf, ja. Wenn ihr irgendwas erkennt, sei es bei euch oder bei anderen, ja, schaut, ob ihr da ein bisschen mit unterstützt oder auf den Zug geht oder dem Hilfestellung leistet, ja. Weil es gibt auch, ich habe da jetzt auch recherchiert, ganz, ganz viele Hilfestellungen im Netz. Also da gibt es, ich möchte jetzt nicht alles aufzählen, weil ich vielleicht durch die Links mal reinsetzen. LSS heißt es. LSS, ja, und die haben zum Beispiel sämtliche Anlaufstellen in den Städten, haben die eine Liste, also da kannst du mal gucken. Es gibt ganz viele Frauengruppen, die unterstützen, ja, im Internet, wenn du guckst, BFF, ja, das sind Hilfsorganisationen, wie heißt es, Frauen gegen Gewalt, oder was ich gefunden habe, da gibt es Hilfetelefone, die kannst du immer anrufen, ja? Ich mache es auch unten als Link rein. 08000 116 16. Das ist eine Wahlnummer, da kannst du jederzeit jemanden erreichen, der dir hilft. Es gibt auch, wie nennt man das Ganze, psychosoziale Prozessbegleitung. Also weil viele ja Angst haben, ja, was mache ich denn? Ich habe doch gar keine Angst, diese Behördengänge, alles, was auf mich zukommt, oder ja, die begleiten dich in dem Fall. Ja? Oder auch eine gute Adresse, die ich gefunden habe im Netz, Frauen helfen, Frauen in Not. Ja, und also bitte nützt die Möglichkeiten, die es da gibt, weil das ist, erinnert ihr euch noch an mit dem Kochtopf, mit diesem Frosch ich glaube, letztes Video war das, ne, was ich euch damals so ein bisschen erzählt habe. Und Leute, das ist ein gefährliches Spiel, ja. Wenn du der Frosch wirklich im Topf bist und gehst dann zurück, ja, wieder, weil du sagst, oh, da draußen ist so kalt und ich fürchte mich, da gehe ich lieber wieder in meinen heißen Kochtopf, ja. Oder dass du sagst, ach, na ja, ich gehe in meinen Topf, weil ich bin ja nicht mehr wert und ich gehör hochgekocht, ja. Also, ist jetzt makaber, was ich sage, weiß ich jetzt auch, aber so denken manche, die haben so ein Schuldgefühl, ja. Da gehe ich lieber zurück in den Topf. Oder was eben ganz häufig ist, was ich jetzt auch von einer Frau gehört habe, die hat gesagt, auch gewalttätige Menschen sind lebenswerte Menschen und geht zurück zu dem, der sie zusammenprügelt, ja. Das ist wie wenn ich sage, ja, ich gehe zurück in meinen Kochtopf, weil das ist so ein Armer, ja, der kann ja auch nichts dafür, dass er auf der heißen Herdplatte steht und ach Gott, und damit er so ein bisschen Kameradschaft hat, dann gehe ich wieder zurück. Also ich karikiere das jetzt so ein bisschen, ist klar nicht lustig, was ich sage, ja. Also deswegen dieser Appell heute an diesem Sonntag, guckt, dass ihr da wirklich aus dem Bottich rauskommt, wenn ihr in so einer Situation steckt. Oder helft anderen, die in solchen Situationen stecken. Weil das sind so viele Ressourcen. Ihr wisst ganz genau, dass ich daran glaube, dass Menschen, die unterdrückt wurden, die abgewertet wurden, die klein gehalten wurden, ihr kennt ja vielleicht meine anderen Videos, ja, ne? Da glaube ich, dass ein wahnsinniges Potenzial, ne? Diese Bettfeder-Geschichte, die wir schon oft hatten, ja, dass da ein wahnsinniges Potenzial steckt. Aber Leute, wir dürfen den Zeitpunkt nicht verpassen, ja? Wenn du was zu lange drückst oder zu lange weißt du, unterdrückst auch, dann zerstörst du auch ein System. Ja. Und von daher wirklich, Leute, raus aus der Hütte. Ich habe oft schon überlegt, soll ich hier eine geschlossene Gruppe machen, irgendwo auf Social Media, wo man sich trifft und austauscht. Ich bin davon abgekommen, wisst ihr auch warum? Weil es ist sonst ein Seitans. Klar können wir das Höschen kochen bei uns allein hier in der kleinen Gruppe, aber dieses Thema gehört auch an die Öffentlichkeit. Und deswegen bedanke ich mich auch bei den ganz, ganz vielen von euch, ja, die in dem Fall, ja, die in dem Fall auch sich outen oder Erfahrungen hier mit in die Kommentare geschrieben haben, weil nur so kann man sowas auch an die Öffentlichkeit bringen. Ja, sehr mutig von euch, aber ich glaube einfach an euch. Und ihr wisst ganz genau, wenn wir ein bisschen Mut zusammenkriegen und ein bisschen zusammenhalten, dann werden wir auch hier was stemmen. Da glaube ich einfach dran, ja? Weil ich erlebe es ja auch an mir. Ich weiß nicht, ihr erlebt mich doch nicht als schwache Gestalt, oder? Obwohl ich auch einen ziemlichen heftigen Lebensweg hatte in dem Moment, ja?
Aber aus mir ist doch auch was geworden. Also möchte ich euch auch ein bisschen ein Beispiel sein, dass ihr sagt, ihr schafft es genauso. Ihr kommt aus solchen Beziehungen oder irgendwelchen giftigen oder schlimmen Konstellationen raus und dann werdet ihr mal sehen, dass ihr das Leben umarmen könnt. Ja? Und deswegen hocke ich hier und mache diese Videos mit euch. Ja? Klar könnt ihr zu mir kommen, ruft mich an, wenn ihr Termine braucht oder wenn ich euch begleiten darf und ihr habt Vertrauen, ruft mich an, da kann man hier Termine machen. Aber wichtig ist eben auch diese Öffentlichkeitsarbeit heute. Ne? Gut, jetzt habe ich euch gar nicht so groß aufgefordert, hier Kommentare zu schreiben. Seid so gut, seid echt so lieb, weil wir sind jetzt schon fast fertig. Lest alle Kommentare von den anderen vielleicht nochmal durch. Wenn Fragen sind, schreibt was drunter bitte oder helft hier mit. Ja, teilt vielleicht das Video. Das soll jetzt nicht penetrant wirken, dass ihr sagt, teilt, 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 weil die Susanne will bekannt werden. Das ist es nicht, sondern dass die Infos unter die Leute kommen. Ne? Also, dass er da vielleicht diese Geschichte hier mit unterstützt. So, da denke ich, dann sind wir soweit fertig für heute. Wie viel Zeit haben wir? Ja, doch, wir haben auch wieder heute fast eine halbe Stunde haben wir gemacht. Da ich, oh super, die Heidrun hat euch gerade, wie heißt das Ding, Startseite von Neurologen und Psychiater im Netz hat sie euch gepostet. Das ist schon mal ganz klasse. Danke, Heidrun. Ja, die anderen sehe ich jetzt gerade gar nicht. Ihr habt alle schon auch kommentiert. Also ich lese mir es jetzt gleich noch einmal alles durch von euch. Ne? Und wenn ihr Fragen habt, ja, dann schreibt es danach noch rein. Ne? So, war heute ein bisschen ein trauriges Thema. Ich kann nicht immer irgendwo nur neutral bleiben. Manchmal beutelt es mich auch, wenn mich irgendein Thema sehr mitnimmt oder sehr betroffen macht. Und ich hoffe, dass ich euch jetzt nicht einen Sonntag da irgendwie jetzt runtergedimmt habe dadurch. Aber man muss einfach Dinge, die wichtig sind, auch ansprechen. Und dann bedanke ich mich also bei euch heute für die Zeit wieder. Ich hoffe, ihr macht euch einen schönen Tag heute ein bisschen. Ne? Ich habe heute auch ein bisschen Luft nach einer langen Seminarwoche. Ich habe fast jeden Tag jetzt gearbeitet, sehr hart bis in den Abend auch rein. Und jetzt, ich gehe jetzt einfach mal wegen raus. Ich werde heute mal allein mit mir essen gehen. Ich mache ein Date mit mir. Ich setze mich nachher in ein Lokal und werde in aller Inbrunst ganz allein mit mir essen. Und vielleicht mit mir laut plaudern, wer weiß es. Ne? Also ich grüße euch ganz, ganz herzlich. Bis bald, eure Susanne.